Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Sandl-Andi. Heute geht's seit langer Zeit mal richtig auf ein Feld, das ist abgeerntet und ist ziemlich groß. Ihr wisst ja selber, die Felder hier bringen nicht so arg viel. Dennoch möchte ich es mal versuchen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das Wetter ist optimal, nicht zu warm, nicht zu kalt. Kein Regen in Sicht. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal, was der Boden herbringt. Bis zum ersten Fund. Bis gleich. Jo, das ist das Feld. Und obwohl es geregnet hat, immer noch unglaublich trocken der Boden. Ja, und hier haben wir den allerersten Fund. Und wie meistens handelt es sich um Trashmüll, Abfall, irgendwelche verrosteten Blechstücke. Keine Ahnung von was, auf alle Fälle Müll. Gut, das war der erste Fund. Habe ich jetzt, ein Nagel ist es nicht. Vielleicht ein Verschlussriegel. Ist aber sehr hübsch. Hier unten, das sieht aus ein bisschen wie eine Eichel. Also ein Ziergegenstand. Ich denke mal von einem Möbel, aber ich kann es nicht genau sagen. Ja, Freunde, und hier das erste Münzlein. Da liegt's. Aber leider wieder so eine Münzleiche, eine Zinkmünze vermutlich, ganz sicher sogar. Vielleicht mal schauen, ob man noch was beim nach dem Saubermachen sieht, aber ich befürchte eigentlich nicht. Schade eigentlich. Und da kommt der Bauer. Da werden wir wohl gleich mal ein kleines Schwätzchen halten. Abgesehen davon habe ich hier was gefunden, beziehungsweise ist hier ein Signal. Ziemlich an der Oberfläche. Ja, muss ich gleich noch mal schauen. So, gerade noch ein Gespräch mit dem Landwirt gehabt und schon wieder neue Genehmigungen bekommen. Für dieses Jahr weiß ich gar nicht, brauche ich eigentlich gar keine, aber für nächstes Jahr gar nicht schlecht. Auch in der ganz guten Gegend. Auch wieder mit Wald. Prima Sache. Ja, und jetzt hier, ich bin hier unterbrochen worden zu dem Fund. Hier ist der. Wo ist er? Hier ist er, hier sitzt er drin. Da kann man sehen, ein Stück von einer Schnalle. Leider nur ein Fragment, aber schön verziert. Ähnlich dem Schnallenfragment, was ich das vorletzte Mal gefunden habe. Sehr schön. Prima. Nur mal in die Hände gespuckt und Gas gegeben. So, und hier ist wieder der Landwirt mit seiner Zugmaschine und pulst den Boden. Dann kann der Herbst ja kommen. Schlechter, das heißt dunkler und windiger, aber bis jetzt regnet es nicht. Es ist immer noch sehr windig. Ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Und hier machen wir jetzt mal einen Live-Dig. Schauen wir mal, was sich hier im Boden befindet. Der Pinpointer jedenfalls. Der Pinpointer jedenfalls ist ausgeflippt und ihr seht ja schon, was es ist.
Na toll. Ein Unterteil von einer Glühbirne. Hier sieht man sehr schön das Gewinde. Schiedkram sozusagen. Jo mei. Da ist dem fehlt heute ein Licht aufgegangen, gell? Aber jetzt liegt es im Dunkeln. Hoffen wir nicht, dass sich das irgendwie auf die Funde auswirkt. Das wäre ja furchtbar. Eine Patronenhülse von einer Leuchtpatrone. Und hier wieder ein Eulendrachenzahn. Schweres Metall. Nun gut, wahrscheinlich von einer Ecke. Eine abgebrochene Patronenhülse. Ein Flaschenversch. Tja, eine Abziehlösche. Eine Leuchtpatronenhülse. Na prima. Ein Kronkorken. Ein Stück Eisen, ein Stück Stahl mit Loch. Ein Herz aus Stahl. Das wird niemals Schal. Ziemlich weit oben muss es sein. Au, da ist es schon. Eine Münze. Boah, der Wind, der ist gnadenlos. Ich glaube 50 Reichspfennig. Ja. Aus Aluminium. Zeig's euch gleich. Und hier sitzt es drin. Mit Sicherheit etwas Neuzeitliches. Sieht aus wie Aluminium. Oh, ist auch ziemlich groß. Rund. Länglich. Aber was ist das? What can it be? Da ist es. Hä? Was ist denn das? Da ist es. Grüner Zwerg. Guckt euch das an. Eine alte Flasche. Ein alter Flaschenhals. Wie mit Ausgießer. Also bestimmt schon was Älteres. Sehr schön hier die 6 auf dem Flaschenhals. Schade, dass die kaputt ist, Mensch. Könnte vielleicht eine alte Maggi-Flasche gewesen sein. Ach Mensch, echt schade. Hier schon wieder eine Zinkmünze. Wahrscheinlich ein Pfennig. Deutsches Reich. Naja. Leider auch nichts zu erkennen. Mal schauen, ob ich was rauskitzeln kann, um euch zu zeigen. Ein Signal! Jetzt kommt sogar noch die Sonne etwas raus. Und hier die nächste Münze. Aber auch wieder, oder? Nein! Leute, das ist was anderes. Das ist ein Kreuzer. Wow! Wunderschön erhalten, oder? Oh, ich kann es nicht genau sehen. Ich glaube 6 Kreuzer. Aber Silber wird es wohl nicht sein, aber es sieht fast aus wie Silber. Boah, das wär's ja. Unbedingt anschauen nachher. Ich zeig's euch gleich im Anschluss.
Super, klasse. Ja, und wieder mal ein tiefes Loch, ein interessantes Signal. Eisen zwar, könnt ihr sehen hier, eventuell ein Hufeisen, aber ich kann es nicht sagen. Das ist einfach die Neugier, die einen antreibt, die mich jetzt antreibt in diesem Fall. Und ich bin fast sicher. Oh, schaut euch das an. Ja, ein fettes Hufeisen. Oh, klasse. Hier ganz knapp unter der Oberfläche, ich glaube ein Knopf mit Öse. Eine tolle Patina. Kupfer. Ja, es ist ein Knopf, aber leider schon in einem traurigen Zustand. Dennoch, wie schon so oft gesagt, Knopf bleibt Knopf. Ja, und was das ist, kann ich auch nicht sagen. Also es ist Metall, ganz sehr logisch, klar. Ja, es besteht aus mehreren Teilen, so wie es aussieht, so drei Teile, drei Plättchen mit einer Niete zusammengehalten auf einer Seite. Aber wie gesagt, was das sein soll, keine Ahnung. Erstmal sauber machen, vielleicht kommt man dann drauf. Auf alle Fälle erstmal interessant. Hier ein, ja, was ist das Stück Blech? Ich weiß nicht, was für Material, Aluminium eventuell, aber beschriftet, eventuell auch schon etwas älter. Sauber machen und dann zeige ich es euch. Vielleicht können wir rausfinden, um was es sich handelt. Oh, hier schaut. Hier ein kleines Stückchen Bronze, eventuell von einer Schlitzrose, kann man jetzt natürlich nicht sagen. So, liebe Freunde, jetzt ist dieser Sonnengang auch schon wieder vorbei. Wir haben ja ganz gute Funde gemacht. Die mache ich jetzt gleich sauber, um sie dann in das Video einzuflechten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Das war heute ein reines Feldsondeln. Und ja, erstaunlicherweise ganz gute Funde gemacht, denn wie gesagt, die Felder hier sind nicht so toll. Egal, war ein guter Sonnengang, hat viel Spaß gemacht. Das Wetter hat gehalten, obwohl es ja so wolkig war. Den Sondlern wünsche ich gute Funde, schönes Wetter wie immer. Den Zusehern viel Spaß bei den Filmen. Ach ja, wenn jemand von euch, könnte ja sein, Interesse an einem Zopf hat, an einem grauen wohlgemerkt, dann könnt ihr den natürlich käuflich erstehen, denn ich möchte mir gern einen neuen Metalldetektor kaufen. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber wie bei den meisten von uns herrscht auch bei mir chronischer Geldmangel. Und deswegen, wie gesagt, wäre ich bereit, meinen Zopf zu verkaufen. Ein Original-Sondel-Andi-Zopf. Nun gut, wer Interesse hat, macht mir Vorschläge.
Nichts gegen den Ace 250, ist ein super Gerät. Ich arbeite bis jetzt damit, aber ich hätte schon gern etwas Besseres vielleicht. Naja, das wollte ich noch sagen. Ja, das war's für heute. Ihr kennt mich ja, ich bin ein bisschen durchgeknallt und so muss es auch sein. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.